So, hallo ganz herzlich willkommen zu einem neuen Assetto Corsa Video. Wir fahren heute wieder einmal über die Nordschleife wie das letzte Mal, und zwar mit diesen Autos hier. Der Defense 87 fährt heute ein SOT Viper GTS R. Genau, und ich fahre einen Porsche 991 GTE. Jetzt machen wir noch einen Soundcheck, bevor wir losfahren. Ja, dann fange ich einfach mal an damit. Geben wir Gas. Okay. Das ist etwas ganz ungesundes. Und jetzt kommt der Porsche, Achtung, Achtung, Ohrenspitze. Okay, und jetzt könnt ihr in den Kommentaren abstimmen, welcher besser tönt hat. Und also, ihr habt etwas dabei gewinnen. Genau, jetzt Licht alle und losfahren, gell, hä? Ja, würde ich sagen, dann geht's einfach mal los. So, zuerst tun wir dann natürlich ein Ticket lösen, weil es nie so eine Art Touristenfahrt. Genau, ja. Wollt sie wohl. Okay, ich rede mit dem Automaten, das ist natürlich auch immer sehr gesund. Ja, hier schnell durch die Karte reinstecken. Ich glaube, das Ticket muss man doch weiter vorne lösen. Da tut man doch nur noch die Schenken auf oder ja, so. Ja genau, da tust du so die Karte rein. Ja, jetzt ist gestanden. Das kann uns ja den Nordschleife 1312 erklären. Genau. Eigentlich hätten wir den hier so mitnehmen sollen. Er könnte uns alles erzählen über die Strecke. Genau. Ich würde sagen, dann fahre ich einfach mal los. Aber wie gesagt, vielleicht noch schnell über die Autos. Das ist ja so ein Add-on, das rausgekommen ist. Also das gibt es jetzt glaube ich schon länger. Aber wir haben es uns jetzt mal gegönnt für 18 Dollar. Ich tue die Seite, die das kaufen könnt, in der Videobeschreibung. In diesem Add-on sind 5 Karren enthalten. Die beiden hier, die ihr seht. Und die andere, nämlich ein Ferrari, was ist es, 458 GTE, glaube ich. Ja, genau. Und ein BMW Z4, also eine andere Version als der Standard im Assetto Corsa. Und ein Aston Martin Vantage. Genau, ein Aston Martin. So. Also vielleicht ist noch gut zu wissen, was der Unterschied von der GTE-Klasse zu der GT3-Klasse ist. Also GTE ist das ehemalige GT2. Und im Unterschied zu der GT3-Klasse haben die Karren hier absolut keine Fahrhilfe, keine Traktionskontrolle, kein ABS, kein gar nichts. Ja, genau. Es sind reine Fahrmaschinen und jetzt hat sich... Immer genau. Das war jetzt fassend, wie man genau gesehen hat. Genau, reine Fahrmaschinen und der fährt gegen die Wand. So, ich tue mal ein bisschen chillig, ne? Du kannst wieder aufholen. Ja. Ich glaube sogar, dass die Autos in der American Le Mans Series zum Beispiel mitmachen und auch in ihre eigene Klasse das 24-Stunden-Rennen von Le Mans fahren. Ah, das kann gut sein, ja. Also nicht in der Prototypen-Klasse, sondern in der eigenen. Ja. Übrigens, eines von meinen Lieblingsautos in der American Le Mans Series ist der Jaguar XKR von Emil Frey Racing. Nur damit das mal noch betont worden ist. Das ist klar gewesen. Weil es ist halt einfach Jaguar. Ja, ja. Die zuverlässigste Auto, was es gibt. Oh ja, englische Autos sind sowieso immer extrem zuverlässig. Vor allem die Elektronik, die geht immer, die ist nie kaputt. Du kannst überholen, wenn du willst. Ich bleibe auf dieser Seite. Danke. So. Aber ich kann so schnell beweisen, dass der Karren wirklich keine Fahrhilfe hat. Also ich fahre sowieso nie mit Fahrhilfe. Und zwar tue ich jetzt einfach mal schnell bremsen. Okay. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt kuppeln mit dabei. ABS, darum kann ich das jetzt nicht zeigen. Also warte, ich mache es an dieser Kurve, hier. So, und jetzt hat es einen schwarzen liegen. Vorhin habe ich gekuppelt und gemeint, es geht besser, aber ich brauche noch das Drehmoment von der Motorbremse, damit es wirklich blockiert. Wieder etwas gelernt, hä? Fachsprach. Oh ja, ja. So, dann gehen wir mit 200 Fruchtsäuren ab. Und mit 220. 52, uiuiui. Vielleicht keine Bremse. Die Kurve, da bremse ich immer zu fest an, weil ich irgendwie Schiss habe. Lieber Schiss haben, in die Wand fahren wie vorhin, gell? Ja, das habe ich wollte demonstrieren, dass die Autos schwer zum Fahren sind, weißt du? Ja, das sind halt noch richtige Fahrmaschinen. Weißt du, zu rein Demonstrationszwecken. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wirklich Respekt habe vor GT3 fahren. Ah ja, das heißt, ich habe bei manchen Leuten. Ja, ich weiß. Weil das ist für mich nicht mehr Rennauto fahren. Da musst du nicht mehr fahren, um das Auto bewegen. Weißt du, was ich meine? Jetzt hast du dich noch unbeliebter gemacht. Ja. GT3 würde ich sagen, also das Einzige, was ich GT3-mäßig eigentlich verfolge, ist 14-Stunden-Rennen für Nürburgring. Ja. Und dort bin ich amigs für den Nissan GT-R GT3 N24 von Schulze Motorsport, weil dort ja der Katsunori Yamauchi mitfährt und das ist für die, die das nicht wissen, der Erschaffer von Gran Turismo. Ja. Im Rennspiel für Only on PlayStation. Genau. Ja.
Was? Irgendwie habe ich jetzt die letzten paar Mal einfach zweimal hintereinander geschaltet an meinem Teil da hier. Das, ja. Übrigens, es ist zu beachten, wenn ihr jetzt beim Aufschalten schnell das Gas lüpft. Jetzt hören wir es bei mir nicht mehr. Aber vorher, wir haben die Aufnahme schon mal gemacht, da hat man richtig gehört, wie die Gänge reingedrückt werden, reingekämmert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah gut, jetzt hört man es wieder. So, ich bin zurückgeschaltet. Vorher hat man es irgendwie nicht gehört. Ja. MUI hat es nicht gehört. Hast du auch gerade so eine schöne Abendskyline? Ja. Es sieht richtig schön aus, die Dämmerung. Ja, das haben wir auch gedacht. Weißt du, was zu dieser Skyline jetzt passen würde? Eine Eastern Skyline. Genau. Ja, Wortwitz. Weißt du, was wirklich geil wäre? Da, bei der Skyline R34 aus der japanischen Dingsserie. Genau, stell dir das mal vor. Shaggy! R34 und ich im GT86. Oh ja. Ah. Was machst du auf dem Gras? Ja, ich will ein bisschen grasen. Oh, hier sieht es schön aus. Achtung! Ja, ja. Hallo! Übrigens, hast du schon erwähnt, dass du einen Falken-Skin hast? Genau, ich habe ja den Falken... Und dass dort jetzt auch Porsche steht, weil man muss dazu ja noch sagen, dass die Autos nicht lizenziert sind. Genau. Ist aber für 18 Dollar immer noch ganz okay. Also ich würde auf jeden Fall, die Karre fahren sich extrem schön, also... Das stimmt, sogar die Viper. Ja. Viper ist ein bisschen schwieriger zu fahren, weil sie... sie hat nicht so einen hochdrehenden Motor, gell? Also weißt du, mein Dings... Oh, ich muss bremsen, uiuiui. Oh, es hat nicht geräuchelt. Ja, ich weiß. Wie gesagt, kein ABS. was soll ich sagen? Ja, genau! Ja, zum Beispiel, wenn man auf den Knopf... Das kann man sogar noch zeigen, wenn man auf den Knopf den kündigt. Ja. Probier das mal mit dem Porsche, ob der den Auge kommt. Weil dann ist gerade vorbei. Also es ja. war ein Knopf. Okay. Ja, das... ich tue es jetzt lieber nicht probieren während der Aufnahme. Ich fahre wieder ein bisschen chillig, damit ich aufholen kann. So, und jetzt fahren sie zur Hölle, Opel. Mhm, sollen wir mal... Aha. Du hast dich jetzt nicht ernsthaft schon wieder gedreht? Ja, ich habe auf die Opel, glaube ich, geachtet. Yes, Gott, das ist ja ein völliger Fail. Wieder konzentrieren. Aber wie gesagt, du hast ja nicht so einen hochdrehenden Motor. Nur mein Porsche hier, der dreht bis irgendwie 9000 oder so. Ich komme mit dem Drehzahlmesser, der da drin ist, jetzt gar nicht klar, weil es kann ja nicht sein, dass er nur bis 4 schaltet, ist ja kein Diesel. 18.000... 18.000... 8.700 schaltet meine. Nein, bei mir schaltet anscheinend schon bei 4.5, aber das kann nicht stimmen. Ja, wenn du natürlich einen 8,5 Liter Motor hast, ist das durchaus realistisch. Ja, bin ich trotzdem... Hey, wo bist du jetzt? Muss jetzt ernsthaft noch schnell was anhalten? Wo ist das Restaurant? Ja, stimmt, da kann man ja einen Kaffee oder ein Bier oder. Nein, natürlich ein Mineralwasser. Ja, natürlich ein Mineralwasser. Also, hier jetzt nicht mehr so eine Ausfahrt, ich weiß nicht, ob wir sie schon verpasst haben. Mal sind wir, glaube ich, schon vorbei. Ja, der Ding hat so eine weitere Ausfahrt gehabt, hätte ich vielleicht auch fahren. Das ist doch bei dieser Brückform, das ist schon relativ am Anfang. Also, irgendwie ist das jetzt überhaupt nicht spannend zum Zuschauen. Ich warte hier die ganze Zeit auf den. Und ich fahre gerade wie ein. Wie nennt man das? Ich fahre genau 100 etwa im Schnitt. Ich gerade auch. Eigentlich nicht. Ah, der Tinder ist er. Du bist gerade aufgegangen da. Ich hätte die Einblendung einblenden, dann könnte ich durchscheißen und so tun, als wüsste ich, wie die ganze Stadt. Ja, Stadt. Ja. Uiuiui, das ist doch der Flugplatz da hier. Nein, der kommt da vorne. Zeig dir den gerade wo. Ich glaube, nein, der kommt. Nein, ich bin gerade drüber gefahren, nur so. Ich bin leicht abgehoben vorne. Nein, der Flugplatz ist doch dort oben. Ich zeige das das nächste Mal. Dort, wo ich immer meine, man kann die Kurve mit Vollgas nehmen und man kann es bei dem Auto kann man es. Ah ja. Aber, wie heißt das hier? Sprungschanz? Keine Ahnung. Schwalbenschwanz. Ah, okay. Einblendung, sehr schön. Nein, ohne Scheiß, das habe ich jetzt gewusst. Wo bist du jetzt wieder? Komm ja. Ja, nicht zu viel. Mal. So, ich fahre jetzt mal wieder ein bisschen normaler, damit es so einigermaßen spannend ist zuzuschauen. Die kleine Karussell ist gerade gesehen. Da bin ich schon lange vorbei. Auf der dortigen Höhe, falls ich nicht herkomme und falls man es nicht sieht, sag mal, wie viel das Ding läuft. Ich bin auf der dortigen Höhe. So, ich bin 6. Und mein Fall wird etwa 250 fahren. Mehr nicht. Ich schätze auch, dass die irgendwie abgewickelt sind.
Ja, nicht abgeriegelt, sechs. Der ist so übersetzt. Ich kann 6 gehen. Ja, aber zum Beispiel GT3 Autos sind glaube ich abgeriegelt. Ja, ja, kann sein, gut. Ja, 256 fahren rein. Wenn du die dazu vergleichst, siehst du, dass alle genau gleich sind. Und so genau kann man das wahrscheinlich nicht übersetzen, dass sie abgeriegelt sind. Ja, meine Fahrt. Gut, jetzt der Stutz ab bin ich 263. Sanft anbremsen. Ich warte hier mal kurz auf die in der Wand. Jetzt hat man schön gesehen, wie ich die Kontrolle über den Wagen verloren habe, weil der die blockiert hat. Oh, da steht er ja. Und da ist er. Da ist er gsi. Den Witz habe ich doch das letzte Mal schon gebracht. Da ist er gsi und da ist er auch schon wieder gsi. Ich habe übrigens beachtet, schön die schön verpackte GP-Strecke. Ja, wenn man es so schaut, sieht man es glaube ich gar nicht. Aber wenn man von weitem schaut, sieht man, dass der gar nicht ist, außer der, der wo hoch ist. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja, genau. Also ich habe schnell gezeigt. Panik. Wir machen noch eine Runde, gell? Was machst ja. du? Ich habe dich gesehen und habe nicht gewusst, was du machst. Bleib hinter dir. Gut. Das ist jetzt da, wie man das nennt, weiß ich. S-Kurve. Ja. Die Kurve links. Also links. Wie man hier übrigens auch sieht, der Server hat einen höheren Ping als der, wo wir das letzte Mal waren. Die Psychare ist nicht so viel. Ja. Weil ich muss wirklich sagen, das letzte Mal, ich habe mir die Aufnahme nachher angeschaut, wie hat es ausgesehen, wenn ich auf Schiene gefahren wäre. Ja, ja. Ich bremse da noch mal kurz rein, ich will da nicht irgendwie... Meine Rädchen haben auch ganz kurz blockiert hier beim Abbremsen. Und das ist halt wegen fehlenden Apps. So, hier gebe ich einfach mal Gas, komm. Die lange Pause nach dem Apps-Witz heisst ja, ist eine Sache. Okay, ist immer noch nicht Gas. Wow, 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 wow. Nein, ich verliere den Wagen nicht. Ich habe ihn nicht verloren, hast du das gesehen? Scheiße. Habe ich mich nicht vorher dort verloren? Nein, das ist weiter vor mir. Ich weiß es gar nicht. Ist lustig. Ich verliere übrigens immer dort, was am einfachsten ist zum Fahren. Muss man mal darauf achten. Ich bin auf Curbs gefahren und habe ihn wirklich fast verloren. Verkackt ist eigentlich nie, außer vielleicht jetzt. Siehst du, jetzt fahrt er wieder in die Wand. Ja, das ist eine Leitplanke, die leitet. Der Witz ist auch nicht lustig. Versuche einfach keine Witze mehr zu machen in einem Let's Play. Sie kommen nicht an. Manchmal kommen jetzt dadurch an, dass sie da kommen. Kennst du das? Ja. So wie ich ihn jetzt gerade verwertet habe, wo wahrscheinlich noch nicht alles ankommt. Also komm, fahr! Oh Gott, wir sollten wirklich das lang. Tun wir nachher bei der Döttinger Höhe ein Dragster-Rennen machen? Könnten wir. Und danach dort unten, wo Grand Prix, ja genau. Grand Prix-Strecke ist, könnten wir dann ja anhalten. Jetzt habe ich irgendwie den Kurvenverlauf nicht gesehen, weil du davor gestanden bist. Ja, und ich habe jetzt total falsch bremst. Dann bin ich raus. Also bin ich von innen in die Kurve und dann gehe ich raus. Und dann habe ich gemerkt, das geht sich vom Asphalt nicht mehr aus. Nein. Dann musste ich ein bisschen bremsen. Also eigentlich hätten wir wirklich so den Notschleifenexperten mitnehmen. Ja, ja, dann hätte ich einen Safety Car machen, nur silbrige SLS. Im silbrigen SLS. Also ich bin sicher, wie er über die Nordschleife fährt, würde mit uns locker mithalten. Mit dem SLS. Na gut, nein, der SLS ist ein Seich zum Fahren. Ach, sagen wir ja, mit... Autos, die sind wirklich gut zum Fahren, also wenn man es kann. Ja, das stimmt. Nein, die sind sogar, wenn man es nicht kann, weil sogar ich bringe es einigermaßen an, man kann es eigentlich überhaupt nicht. Das stimmt. Das finde ich schön. Das ist einfach so genauso. Ich habe es auf mich übrigens auch verwertet, weil ich habe die Strecke eigentlich überhaupt nicht, aber... Es fährt wie auf Schiene. Wie ein Zug im Train Simulator 2015. Unsere Herren sind doch einigermaßen, wie sagt man, gleich. Ja, das sind natürlich auch die gleiche Klasse. Genau, ja, ich kann ihn. Ui, du hast ihn nicht gehabt. Und dort ist er. So, komm jetzt, fahr. Ich glaube, die Herren sind ja auch. Ich glaube, auch wenn meine GTS R oder so heisst, das ist glaube alles die gleiche Rennklasse. GTE, ja, es sind alles GTE, denke ich. Ah, okay. Ja. Nur meine heisst nicht GTE, darum haben wir zuerst gedacht. Ah! Du hast es wirklich nicht im Griff, manchmal.
Wieso? Ich habe schön abbremst hinter dir. Oder ich habe dich. Wärst du mir jetzt wieder ins Arsch gefahren? Ich sag dir, ich wäre ausgerastet. Hätte ich gesagt, yay! Wie viel läuft der da gerade noch? 200? Ah, der Gang ist 50 zu hoch. Das war nie mehr gewesen. Aber ich bin wieder am Lichthüppeln, ja, sehr schön. Ja. Zeigen, was man hat. Jetzt hänge ich die ab auf einer Strecke, die ich nicht kenne. In einem Auto, das ich eigentlich auch nicht kenne. Okay, du kennst wahrscheinlich auch nur... kennst du die Strecke? Ja, die Strecke könnte jetzt im Schlaf auswendig von der, vom Kurve verlaufen. Okay. Könnt ihr sagen, wo links, wo rechts und so. Nein, weißt du, was ich meine. Oh, das sieht übrigens lustig aus bei dem Ping, wie du da durchs Karussell gefahren bist. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Du gar nicht geneigt. Du bist irgendwie wie gerade durch und mit der linken Hälfte vom Auto... Aber das ist das Problem beim, bei der Kurve auch. Wo du vorausgefahren bist, ja, ich gesehen. Aber beim letzten Mal hat das eben irgendwie nicht so ausgesehen. Darum hat das so schön ausgesehen. Ja, es ist irgendwie... Ja, es ist natürlich auch unterschiedlich, weißt du? Okay. Ich merke es nur gerade, wenn du, weil du gerade knapp vor mir bist, wie es nicht so ganz schön aussieht. Aber es geht eigentlich schon. So. Also nochmal so. Jetzt habe ich schon gemeint, es ist bei mir vorbei. Jetzt hat sich gerade den Schatten durch die Luft gepackt. Das war auch schön gewesen. Okay. Fahr nicht zu nahe her, bitte. Ich habe es im Griff. Ist das nicht die gleiche Stelle, wie ich das letztes Mal auch gesagt habe? Ja, ungefähr. Jetzt hier unten ist es gewesen. Genau hier, glaube ich. Ja, ich glaube, da vorne ist abbremst, der läuft. Ja, irgendwie, ja, in dem Streck. Ja, es kann sein, genau hier, ja. Nein, hier nicht, hier jetzt Ding. Weiter vorne, dort wo wir vorhin waren. Ah, Scheiße! Was? Ich hab gemeint, du hast die 3, darum habe ich gebremst. Nein, ist im Spiel ein bisschen zu viel abgekürzt gewesen. Ich bin gerade mit 3 Rädern in die Wiese gekommen, nicht nur mit 2. Und dann ist es ja glaube nach offiziellem Reglement, ist es, sobald man mit mehr wie mit 2 Rädern in der Wiese ist, ist es ja abkürzen. Ja. Oder auf den Curbs oder so nur schon. Ich tue mich gerade ein bisschen konzentrieren, aber oh, ich kenne die Strecke einfach nicht und ich habe den Mut nicht einfach Gas zu geben, wenn ich... Wohl, da vorne, da kenne ich es jetzt ungefähr. Also ja, hier, das ist jetzt die letzten paar Kurven hier zu einem Karussell, wo man... Ui, ui, ui! Jetzt bist du wieder sehr nahe gekommen, ei, ei, ei. Ja, ich habe es im Griff. Natürlich. Wie so, willst du mal, wenn wir bei der Döttinger Höhe sind, lasse ich dich nebendran fahren, dann machen wir Dragster. Stellen wir uns im Stand. Easy. Ist es hier schon? Ja, hier ist es. Also halt dran. Du weißt schon, du musst neben mir halten für ein Dragster-Rennen und nicht in mir innen. Oder hinter mir oder whatever. Ah, ist das so? Ich komme ein bisschen zurück, hä? Schau mal, jetzt gehen wir kurz von außen an. Jetzt fährst du wieder vor mir, wir wären perfekt. Nein, neben dich, ein bisschen näher, so. Das sieht doch schön aus. Nein, das sieht nicht schön aus, weil dein Heck wird ausgehen und nachher wirst du mich rammen, ja. Nein, sehr nein. Schön. Dein Heck, ich habe das im Griff wie alles. Natürlich hast du den Griff. Also, wer macht den Countdown? Du. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Ich hatte ja glaube ich mehr Grip gehabt, gell? Ja, viel mehr. Meine ist gar nicht, also das ist jetzt gar nichts. Ja. Dafür setze ich mich jetzt in den Windschatten. Ja, natürlich. Und? Meine versuche wie im Windschatten zu bleiben, gell? Du weißt, im Rennsport! Also im Rennsport ist das im Rennsport ist das nicht erlaubt! Oh! Weißt du, dass ich das jetzt langsamer macht, oder? Ja, ich bin genug weit vorne. Und es ist unnötige Reifenabnutzung. Bla bla bla. Weißt du, ich wollte auch, dass du eine Chance hast. Ja, ja. Da vorne bremse ich dich, du dich schon mal vorwarnen. Du bremst. Oh! Bremst nämlich ab da und schau, das Paper, wer kann und wer nicht. Und wer kann, ich kann Scheiße übertreiben. Nein! Kann ich noch genau da bis zum Schluss rollen. Fail, ich hab viel Flüchte. Ich habe dafür das Auto überdreht. So. Meine Fresse, also das Auto macht wirklich Spass und das ist wirklich eine Herausforderung, das zu fahren, weil es extrem gutmütig und einfach ist. Es ist wirklich super, ich muss das Auto mehr fahren. Der Motor ist hoch, aber das Auto läuft noch. Wo bist
Ich warte eigentlich da auf dich. Wo bist du? Ah, was machst du dort? Ja, der Schluss. Aber wenn wir uns vor die verpackte Strecke stellen. Ja, genau, warte mal schnell. Oh shit, ich hab den Rückwärts gehabt. Das sieht man sich schön. Ja. Bei mir hat es gerade irgendwie gelegt, das ganze Spiel. Ich würde nicht zu nachher fahren, wenn ich die wäre. Komm ein bisschen weiter Ruhe. Ich sehe das ganze Haus hinaus. Das Läge. So. Ja, so sieht man zwar die verpackte Strecke nicht. Okay, wenn ich so filme, schon. Er sieht ein bisschen komisch aus, hä? Ja, hier. Aber ich würde sagen, wir dürfen keinen schon von vorne zeigen. Kann das echt sein, dass das mal noch kommt? Oder von den Entwickler selber kommt ja sowieso gerade 24 Stunden Strecke, wenn ja, ich mich nicht. Ja, das kann gut sein. Ja, vielleicht kommt es, wer weiß. Noch ein letzter Soundcheck. Ja. Und dann würde ich einfach sagen, dass ich mich mal zuerst verabschiede. Ja, mach das. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich glaube, man hat schon gemerkt, dass wir die Autos zum ersten Mal gefahren sind. Vor allem, ja. Okay, am Schluss auch bei dir. Und, ja. Ja, dann ich denke, bis zum weiteren Assetto-Casa-Video. Ja. Oder halt Omsi, der Omnibus-Simulator auch nicht. Auf seinem Kanal aber. Ja, natürlich. Ja. Ja, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, vielleicht tun wir irgendwann mal ein seriöses Rennen mit diesen Kernen organisieren. Findest du doch? Genau. Ja. Und dann können wir den auch den Ding einladen, den Nordschleifen-Experten. Aber eins, wenn nur das eins klar ist, wir fahren nicht Nordschleifen, wir fahren Mugello. Das ist nämlich meine Strecke. Ist das okay? Nein, die Nordschleife ist einfach meine Strecke. Man hat es gesehen. Ja, geil. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss.